So. Weiter geht's. Kurzer Boxenstopp. So, hier sollte eigentlich nichts rumrennen, deswegen kann ich immer laufen. Karte, ja. Das andere war das Abgebrochene. Schleiche fix. Weg wie nix. Schlüssel erforderlich. Okay. Also doch erst runter. So ein Quark. Okay. So. Speichern. Schleichmodus. Das sieht aus wie so eine Versammlungshalle oder sowas. Interessant ist das ja alles, ne? Wie das aufgebaut ist und was man sich so halbwegs dabei gedacht hat. Ich meine, du kannst ja so eine Dungeons hinklatschen. Ich sag mal so, vor 20 Jahren oder mehr. 20 Jahren, das hat noch nicht. Wir haben ja 30, müsste ich bald schon sagen. 30 plus Jahren. Wir haben ja 2022 schon. Da die so die allerersten RPGs, da hast du so generische Dungeons ohne groß Lore und Co. hingeklatscht, Raum an Raum, wo du rein bist, hast nichts bei gedacht, hast Viecher geschnetzelt, hast dich über Truhen gefreut, hast das eingesammelt und gut, aber bei neueren Dingern musst du halt schon ein bisschen Sinn und Verstand hinter klatschen, weil wenn jetzt irgendwelche Höhlen und so, das mag ja noch halbwegs gehen. Aber wenn du jetzt so eine größeren Spiele hast, wie Elder Scrolls, wo du jetzt, also Skyrim als Beispiel, nicht nur Skyrim, aber so halt größere Elder Scrolls Titel und so, oder halt Elex und Co. oder Gothic oder Dragon Age, sucht euch was aus, irgendein großes RPG. Da musst du halt in so einem Dungeon, wo wir uns jetzt gerade aufhalten, ach, da ist der Schlüssel zum Observatorium. Da musste dir schon irgendwie so, ja, hier könnte Essbereich gewesen sein, Taverne etc. pp. Da musst du dir halt schon was bei denken und nicht einfach irgendwie so, naja, hier mal ein Raum, da mal ein Raum, da mal ein Gang. Wenn du sowas machst, die Spieler heutzutage, die zerlegen dir das und sagen, was ist das für ein Scheiß, liebelos hingeklatscht. Da gibt's den einen oder anderen, den das vielleicht nicht juckt, der einfach nur durchrennt, durchlootet. Ich meine, es gibt ja auch das andere, dass du so Spiele hast. Ja, sag mal, aller Diablo so ein bisschen. Wo die Dungeons halt prozedural generiert sind, wo halt nichts gleich ist. So wie hier, wenn du hier reingehst, da ist Loot und so vielleicht mal anders. Aber generell sieht der Ding hier immer gleich aus, vom Aufbau her, vom Level-Design her, weil das zusammengebastelt ist und das bleibt auch so. Du hast halt keine Teilsets, die einfach mal so zufallsbasiert generiert werden. Das hast du nicht. Das gibt's aber allerdings auch. Da ist das wieder was anderes. Aber wenn du jetzt irgendwas hast wie hier, das wird dir zerlegt. Da meckern die Leute, die heutzutage sind Leute so verwöhnt, die zerreißen das in der Luft. Gavros, seid ihr das? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Gavros gemacht? Ich suche die Synode. Warum würdet ihr so etwas tun? Ach, es spielt jetzt auch keine Rolle mehr. Gavros wird niemals zurückkommen. Und er hätte eigentlich den Kristall haben sollen. Ohne den sind wir nämlich verloren. Es war alles umsonst. Wer immer ihr auch seid, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Synode gefunden. Nur mich allein, umgeben von wütenden Maschinen und noch wütenderen Fallmann. Was hat das mit dem Kristall denn auf sich? Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte.
Davros musste alles nach Sirodiil zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Okay, wofür ist der Kristall denn gut? Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Aha. Auch wenn Davros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synodenangelegenheiten. Kann nicht darüber reden. Magst du mal die Fäuste runternehmen? Was machst du denn hier? Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Okay. Mehr müsst ihr nicht wissen. Außerdem könnte ich euch dasselbe fragen, wo ihr doch ganz allein an einem gefährlichen Ort wie diesem unterwegs seid. Mir war langweilig. Mal wieder. Ich suche den Stab des Magnus. Ach ja? Leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Also ich habe zufällig diesen Fokuskristall gefunden, den du suchst. Ihr habt ihn gefunden? Aber wie um alles in der Welt? Das ist er. Das ist er! Ich weiß ja nicht, wer ihr seid, aber ihr habt möglicherweise gerade dieses kleine Projekt gerettet. Wer seid ihr überhaupt? Niemand? Was ihr nicht sagt. Savos wollte uns nicht einmal eine Audienz gewähren, als wir zu euch kamen. Und nun kreuzt ihr hier auf und erwartet euch etwas von mir? Das gefällt mir ganz und gar nicht, wisst ihr? Aber ihr habt mir die Haut gerettet, also kann ich vielleicht über die Vergangenheit hinwegsehen. Kommt, ich erkläre es euch unterwegs. Was das, immer Davros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Ja. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Es war meine Idee, Ukola zu verwenden. Aha. Ich weiß nicht mehr, wie die Zwerge es nach. Etwas Unaussprechliches, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf aus waren, die Natur des Göttlichen zu entschlüsseln. Mhm. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten? Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Kernspaltung. Also, das Ding kennen wir doch schon. Da war doch mal eine Schriftrolle der Alten rausgezogen. Ich bin mal gespannt, was das wird. Ja. Hier! Wundervoll, nicht wahr? Ja. Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Flammen und Frostbiss. Gib den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Na dann. Nicht? Okay. Mit dir nochmal reden? Hm? Und jetzt? Der Kristall muss nun fokussiert werden. Er wurde so weit von hier erschaffen, dass uns von Anfang an klar war, dass noch einige Feinheiten geregelt werden müssen. Der Kristall dehnt sich beim Erwärmen aus und zieht sich beim Abkühlen zusammen. Dadurch ändert sich auch die Art und Weise, wie sich das Licht in ihm bricht. Die Wärme- und Kältezufuhr regelt ihr anhand von Zaubern, die ihr aus der Akademie eigentlich schon kennen müsstet. Jo. Ihr solltet hier ein paar Bücher mit dem nötigen Grundwissen finden, sollte eure Ausbildung noch schlechter sein, als mir zu Ohren gekommen ist. Na, vielen lieben Dank auch. Also gut. Magie. Wo haben wir denn... Flammen?
Und Frostbiss. Dann gucken wir mal, wie wir das Ding drehen, bis das so passt, wie er sich das vorstellt. Ach so, ich sehe gerade, wo das hin muss. Ah, okay. So halbwegs. Können wir mal gucken, wie weit sich das Ding wird. Wir nehmen erstmal den äußeren Ring. Das sieht doch gut aus. Die jahrelange Arbeit macht sich endlich bezahlt. Aber was ist es? Diese Resultate sind ganz anders, als sie sein sollten. Diese Projektion sollte erleuchtet sein wie der Nachthimmel. Irgendetwas verursacht eine beträchtliche Störung. Irgendetwas in Winterfeste, wie es scheint. Was für ein Spiel treibt ihr da? Ist das etwa ein Versuch, meine Arbeit zu behindern? Nö, bei weitem nicht. Also, was ist? Was habt ihr getan? Wusstet ihr, was wir zu erreichen versuchten? Seid ihr hier, um sicherzustellen, dass euer Plan aufgegangen ist? Dass eure Anstrengungen nicht umsonst waren? Nun, erklärt euch! Ich weiß nicht, worum es geht. Ist was schiefgegangen? Ob etwas schiefgelaufen ist? Schiefgelaufen? Alles ist schiefgelaufen! Absolut alles! Was auch immer an der Akademie passiert, es hat unsere Arbeit hier komplett beeinträchtigt. Wie habt ihr es gemacht? Ich habe nichts getan, ich schwöre es. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon du redest. Ich verstehe nicht, warum du dich so aufregst. Ihr müsst aber irgendetwas tun. Es gibt keine andere Erklärung. Ihr habt da etwas in eurer Akademie, nicht wahr? Etwas unglaublich Mächtiges. Vielleicht. Etwas, das alles übersteigt, was ich jemals erwartet hätte. Was ist es? Wir haben das vielleicht, vielleicht etwas, ja. Das werde ich nicht beantworten. Das Auge von Magnus. Das Auge von Magnus? Nun, wenn das bedeutet, was ich glaube, dass es bedeutet... Also, das ist ja interessant. Könnt ihr mir helfen, den Stab zu finden? Der Stab, ja. Interessant. Ich kann euch nicht alles erklären. Dadurch würde ich viele der Geheimnisse verraten, die die Synode über die Jahre hinweg zusammengetragen hat. Mhm. Ich bezweifle außerdem, dass ihr alles bis ins Detail begreifen würdet. Habt ihr jemals das Planetarium in der Kaiserstadt gesehen? Das diente als Inspiration für diese Idee. Ja, das kenne ich tatsächlich. Anstatt den Himmel zu projizieren, projizieren wir ganz Tamriel und nutzen dann die latenten Energien zur Überlagerung der Positionen von... Ihr müsst nur wissen, dass das Ziel der ganzen Arbeit war, uns Quellen großer magischer Macht zu offenbaren. Natürlich nur zum Schutz des Kaiserreichs. Aha. Und doch wurden uns am Ende nur zwei Orte offenbart. Und einer davon ist eure Akademie. Der andere hier Ort, oben. Nun, es kann sich nur um Labyrinthion handeln. So, so, echt Magier jetzt? Von Winterfeste. Wie es scheint, habe ich eure Absichten durchschaut. Selbst wenn all eure Worte Lügen waren, weiß ich, dass ihr in Winterfeste etwas habt, das den Rat der Synode sehr interessieren wird.
Also schön, tretet auf der Suche nach eurem Stab den langen Weg nach Labyrinthion an. Ich hingegen werde nach Cyrodiil zurückkehren und dem Rat meinen vollständigen Bericht unterbreiten. Diese Sache ist noch nicht vorbei, das kann ich euch versichern. Ihr seid schon zu lange hier, ihr seid verrückt. Der Stab ist also in Labyrinthion. Nun, ja, wahrscheinlich. Ich meine, ja, natürlich ist er dort. Aber das spielt nun keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass ihr in eurer Akademie etwas noch viel Wichtigeres verbergt. Der Rat muss davon erfahren. Er muss wissen, was ihr im Schilde führt. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ihr seid verrückt. Bin ich das? Bin ich das? Ich glaube eher, ich habe hier mehr entdeckt, als ich mir jemals erhofft hatte. Ihr werdet mich mit euren Schwindeleien nicht verwirren. Ich glaube, wir sind hier fertig. Lasst mich in Ruhe! Und er tut ja nun nichts. Ja, ja, machen Sie mal, bleiben Sie mal hier, passt schon. Wir gehen dann mal. Also geht's doch nach Labyrinthion. Was ist eigentlich der nächste Aufgabenpunkt? Ach, Savos Bescheid sagen. Naja. Labyrinthion. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, das ist Hauptstory, aber. Ufts. Bislang habt ihr euch gut geschlagen, doch es stehen schwere Zeiten bevor. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass ihr sofort in die Akademie zurückkehrt. Ihr werdet aufgefordert werden, schnell zu handeln. Stellt euch der Herausforderung und findet heraus, wozu ihr fähig seid. Ihr seid auf dem richtigen Weg und ihr werdet Erfolg haben. Interessant, er sagte doch, das geht nicht mehr, oder? Naja, na dann. Dann hätten wir das auch erledigt. Dann geht's zur Akademie. Ufts. Dann schließen wir tatsächlich gleich nochmal Labyrinthion ab. Hätte ich nicht gedacht. Ich trinke mal noch was. Na dann, erstatten wir dem Erzmagier mal Bericht. Wo immer er auch rumrennt, vielleicht in der Mitte des Ganzen. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt, das kann ich euch versichern. Naja, wenn du meinst. Oh. Ich weiß nicht, es ist wie ein Schutzzauber, aber wer wirkt ihm? Ancano? Wie? Mir ist egal, was das ist. Ich will, dass es beseitigt wird. Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Was los? Ancano. Er ist da drin und macht etwas. Wir wissen nicht was. Wir versuchen gerade hineinzugelangen. Dafür wird er zahlen. Das kann ich euch versichern. Helft ihr uns hierbei? Wir geben alles, was wir haben. Wir müssen herausfinden, was am Karne im Schilde führt. Geht nicht. Schade. Ich weiß nicht, was er macht, aber damit kommt er nicht davon. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen beenden, was auch immer da vor sich geht. Was geht hier vor? Ancano,
Hört sofort damit auf. Ich befehle es euch. Haltet euch fern von ihm. Näh. Toll. Ist mit euch alles in Ordnung? Könnt ihr laufen? Ja. Ich brauche euch. Wir sind in Schwierigkeiten.